Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holzwirtschaft im LS22. Wo wir es fast geschafft haben, uns ein Sägewerk zu kaufen. Eine Ladung Holz müssen wir jetzt noch verkaufen. Dann haben wir das Sägewerk. Säge, Säge, Sägewerk. So, dafür schicke ich den LKW mal erstmal wieder zum Hof. Und wir werden weiter Bäume fällen. Ich wollte ja ein bisschen Platz machen für Hallen. Also Fahrzeughallen, Unterstellhallen, etc. etc. Und dafür müssen noch ein paar Bäume weichen. So. Bin gerade am Überlegen, ob ich die Bäume dicht am Wasser einfach stehen lasse. Oder ob ich die dann auch noch mit wegmache. Ich glaube aber, ich lasse sie stehen. Peile ich mal den nächsten Baum an. Jo. Dass wir noch eine schöne Ladung für unseren LKW zusammenkriegen. Dann hatte ein Zuschauer gefragt, warum diese Hilfeanzeige beim Autolohnanhänger doppelt angezeigt wird. Entweder ist das ein Fehler vom Mod direkt selber, oder es liegt vielleicht daran, dass ich einfach noch eine ältere Version von diesem Holzanhänger habe. Weil ich ja auch nicht der Schnellste bin mit Aktualisieren. Ich weiß gar nicht, ob es da ein neues Update gibt. Ich habe mir den schon. Ja, ich habe mir den ja schon vor bald einem halben Jahr runtergeladen. Nicht mehr aktualisiert. Da der Fehler aber immer noch auftaucht, würde ich den Mod einfach mal im Mod-Ordner. Also, ne, Mod Hub, da werden ja auch alle Mods angezeigt. Deinstallieren. Einfach nochmal in den Spielstand rein, dann ist der Anhänger ja weg. Speichern, nochmal raus, den Mod nochmal installieren, aktivieren. Und dann hoffe ich, dass das dann auch behoben ist. Ansonsten müsste man auf eine aktuelle oder auf die nächste Version des Hängers warten. Kommt aber auch immer darauf an, ob es einen denn stört oder nicht, weil ich habe das Hilfemenü ja meistens eh aus. Also meistens kriege ich das gar nicht mit, wenn irgendwas doppelt belegt ist oder wenn das voll auf den Anhänger drauf. Jawohl, gleich kaputt gemacht. Normalerweise kriege ich das ja gar nicht mit. Wenn das Hilfsmenü da komplett voll ist mit Informationen. Ich schmeiß mir das aber auch alles aufs Fahrzeug, ne? Ich stehe so doof, ey. Aber ich hoffe, dass wenn du den deinstalliert hast und den nochmal installiert, dass das Problem dann behoben ist. So, da ist schon der LKW. Dann stellen wir uns mal ein bisschen beiseite, schnappen uns den LKW, wenn ich ihn jetzt finde. Ja. Und machen den nochmal voll. So.
Jetzt muss ich da nochmal nachgucken. Gut. Gut. Habe ich Staffel 1 oder 2? Ja, 2. Jetzt 1. Gut. Machen wir erstmal vorne voll und dann machen wir hinten voll. Sollt. Ja, genau. Macht das schon. Perfekt. Dann hoffe ich, dass ich hier genug Baumstämme rumliegen habe. Denn ein, zwei hast du mir aber ein bisschen kreuz und quer raufgeschmissen, ne? Achso, er wechselt gleich automatisch auf den zweiten. Das ist ja auch gut. Das wusste ich auch noch nicht. Oder ich habe es verdrängt oder nicht aktiv mitbekommen. Irgendwie so. Ja, den kleinen Aster. Genau. Kann ich mir auch noch mitgeben. Wieder voll bepackt mit tollen Sachen, ey. Das geht wieder auch nicht, gell. Krieg ich die 4 Stück bitte da auch noch mit? Die da so wunderbar auf dem Harvester drauf rumliegen. Komm ich da rum? Ja, klappt. Einen, ja, komm, den einen noch. Danke. Besten Dank. Spanngurte rum und weg. So, unser neues Sägewerk ist hier drauf. Ne, müssen wir erst zurechtschneiden, aber dann haben wir das endlich. So, viel Spaß beim Fahren. Wir machen nochmal Holz kleiner. Damit wir auch gleich eine Ladung fürs Sägewerk haben. Ja, man sollte auch den Harvester aktivieren. So, schwenk mal den Baum rum. Besten Dank. Eigentlich ist der Weg ideal. Also das, was ich hier in der Zeit gefällt habe, wo der LKW unterwegs ist, nimmt er denn auch gleich mit? Oder beziehungsweise passt auf den Hänger drauf? Eigentlich ist das schon ideal. Und die 6 Meter, die gehen ja fantastisch drauf. Könnten noch 12 Meter machen, aber 6 Meter sind auch noch okay. So, dann machen wir hier mal ein bisschen mehr Platz. Nö. Und wieder auf den Hänger. Ne, dazwischen diesmal. Der dürfte dazwischen gefallen sein, auch wenn ich das gerade nicht gesehen habe. Knapp mit dem Sägewerk. LKW, gib Gas! Ich möchte das Sägewerk noch bauen. Baum? Baum, 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 Baum. Bist du dicht dran? Ja. Baum, 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 baum. Spannung steigt. Der müsste doch jetzt eigentlich gleich angekommen sein. Den noch. Und Griechen. Ne, fällt auch voll auf die Maschine.
Also aus mir wird doch kein Harvester-Fahrer mehr. Aber wenn man sich so die YouTube-Videos anguckt, wie die da Bäume fällen, dann schlackerst du mit die Ohren. So schnell geht das. Könnte ich nicht. Dann müsste ich mich da ein, zwei Jahre dran setzen, um dann genauso schnell und ordentlich zu sein wie die. Die ruhen ja in ein paar Tagen so ein kleines Wäldchen ab. Das würde ich ja gar nicht schaffen. Jetzt ist er angekommen. Wunderbar. So, dann machen wir den Harvester noch mal aus. Ab zum LKW. Wenn ich ihn denn finde. Da ist er. Da ist das Sägewerk drauf. Also unser neues Sägewerk. So, beim letzten Mal waren es, glaube ich, 30 oder über 30.000. Drei, zwei, eins, meins. 31. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 32 oder 33.000. Ist aber okay, kann ich mit leben. Wir haben die Kohle fürs Sägewerk. Du da. Produktion. Jetzt muss das Sägewerk bloß wiederfinden. Biogasanlage. Ja, ich habe mittlerweile doch recht viele. Großes Sägewerk. Das ist aber das Falsche. Das ist es auch nicht. Das ist es. Für 125. Müssen wir nur einen schönen Platz finden. Wo wir das gute Stück. Du hast nicht genügend Geld. Das sehe ich anders. Sag ich doch, ich habe genug Geld. So. Bauen wir doch mal hier hin. So, fahren wir einmal mal hin. Mal gucken, was da ist. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Könnten wir jetzt auch übers Menü, aber wenn wir eh schon hier sind, dann geht das auch so. Da. Dann können wir Produktion verwalten. Jawohl. Balken, Hackschnitzel, Rindenmulch und Bretter. 100, 1 Million Liter Holz können wir rein. Boah. Aus 3000 Liter Baum wird 2000 Liter Bretter, Hackschnitzel, Rindenmulch, okay. Ach, aus Balken. Und Bretter, dasselbe. Naja, dann fangen wir doch mal an, das voll zu machen, ne? Beziehungsweise nächste Folge. Haben wir garantiert wieder eine Ladung Holz hier, was wir da ins Sägewerk schmeißen können. Und dann würde ich sagen, füllen wir das doch erstmal ganz gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Mittag. Und dann sehen wir uns heute Abend nochmal zu einer neuen Folge. Ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Bis denne.